Mit einer bunten internationalen Gala hat die Europaschule John Brinkmann am Montag ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert. Eine kleine Reise führte dabei quer durch europäische Länder, Kulturen und Sprachen. Von klein an wird den Brinkmann-Schülern der europäische Gedanke näher gebracht. Jenseits der großen politischen Diskussionen lernen hier Jungen und Mädchen ihre Nachbarn von Portugal bis Polen kennen. Durch Spiel, Spaß und natürlich den thematischen Unterricht. Dieses Konzept liegt der allgemeinen Idee von Europaschulen zugrunde. Dort werden die zukünftigen Europäer ausgebildet. Eine Vielzahl an Fremdsprachen, interkulturelle Veranstaltungen und Schüleraustausch bilden die entsprechende Grundlage. 1991 wurden Europaschulen in Deutschland aufgrund der Empfehlung der Kultusministerkonferenz eingeführt. Zwei davon gibt es derzeit in Schwerin. Das Land Mecklenburg-Vorpommern verfügt insgesamt über 28 Europaschulen.